Und ein herzliches Willkommen und hallo zu einem verbalen Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin der Seidem Zimmerfix. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit Theodore getroffen. Das Verschwinden des Geldes ist nun aufgeklärt. Das war nämlich ein Lehrer. Sie hat uns ihre Liebe gestanden. Wir haben sie eiskalt abgewiesen, weil Maxi grausig ist. Daraufhin ist Mitsuru auch wieder in die Schule zurückgekehrt. Das ist sehr schön. Wir können mal kurz mit ihr reden. Salut. Freust du dich auf den Ausflug, Shepard? Na klar. I see. Und ich hoffe, es wird unvergesslich. Und schön, dass ihr auch wieder halbwegs gute Laune hat. Also, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir heute mal wieder mit Gorumara Gassi. Und dann schauen wir mal, wie wir nettes treffen. Oh, it's you. What a coincidence. I, ran out of soy sauce, so... Oh, is that dog, He doesn't bite, does he? I'm actually a little afraid of dogs. I was attacked by one when I was little. It only knocked me over, but ever since then... What? Oh, I'm sorry. I'm still a little scared, but maybe I'll be okay with this one. I'm sorry for taking up so much of your time. I'll see you at school then. Kurmal und ich gingen zum Monat zurück. Kann ich, muss ich sagen, nachvollziehen, wie gesagt, sicher Kind war, da hatte ich auch, habe ich auch so einen Hund mal angegriffen. Also der hat mich nicht umgenockt, der hat mir so richtig aufs Bein so gebissen. Da hatte ich dann wirklich, also 10 Jahre so einen Narben am Bein. Und ja, hatte ich auch meinen Respekt vor unten. Aber nun gut. So, wir können alle gerne was unternehmen. Aber Leute, es ist Sonntag. Und am Sonntag ist das Erste, was ich mache, so danach erst shoppen gehen! Also. Ich weiß nicht was, aber es ist mir wurscht. Komm, nimm mein Geld, Tamuka. Nimm so viel Kredite auf, wie es geht. So, schön. Und dann schauen wir uns nochmal die Anleitung an. Fuka. Mit dem müssen wir auch in Essling noch arbeiten. Jo, Pavadi haben wir dabei. Passt. Das ist der Soundtrack, den ich gesucht habe. Oh, das war einfach. Ich konnte ihn online nirgends finden. Dieser Laden ist nicht so groß, aber scheint jede Menge CD-Raritäten auf Lage zu haben. Das ist etwas, worüber ich mit dir reden wollte. Genau. Weißt du, dass es eine Verbindung zwischen Sehen und Schmecken gibt? Aber ich glaube, es gibt auch einen Zwischenklang und Geschmack. Denk nur an ein Steak, das man in der Pfanne brutzeln hört. Oder eine Suppe, die in einem Topf flubbert. Wenn du das hörst, bekommst du nicht auf der Stelle Kohldampf. Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, Musik und Korn zu verwenden? Jo, kannst sein. Ja, wirklich. Ich bin ganz aufgeregt. Vielleicht sollte ich das mal recherchieren. Fuku freut sich. Ich habe das Gefühl, wir sind uns heute sehr viel näher gekommen. So wie es beim Kochen auf die Qualität der Zutaten ankommt, gilt das auch für Musik. Eine höherwertige Ausrüstung kann den Klang verbessern. Vielleicht muss ich mal im Elektroraum vorbeischauen und mir ansehen, was das so im Angebot ist. Okay, gut, kann shoppen gehen. So, und wenn die hier schön ist, will. Oh, Takiba wieder mit schönen Klamotten. Immer so stylisch, die werte Takiba. Irgendwie ist halt niemand da. Dann, gut zur X. Very puzzling. The plants seem much livelier than they did when we started. Do you suppose they're happy that you are tending to them? Fascinating. There's no data on this, but it seems like you understand them. Hello, plants. I will be tending to you as well this time. Don't worry. I'll make sure to decrease my pressure output. But if anything starts hurting, just raise your left hand, or rather, your left leaf. I had some prior knowledge of plants, but this was my first time observing them directly. These little seeds and buds in the earth can morph and change so quickly. Is this proof that they are living as well? How fascinating. I would like to watch these plants grow and document this experience for my records. I will tend to them with my full power. This took more time than I'd anticipated.
I will need to run more simulations to ensure there are no delays next time. It's gotten late. We should head back now. Leute reden. Hey there. Morgen ist der Schlussflug. Hast du schon gepackt? Hey, listen. Na klar. Ich habe alles dabei. Yukata, Badesan, Taschenlampe, Snacks. Wo geht's denn eigentlich hin? Ganz schön viel Kram, oder? Ich weiß nicht mal, wo der Ausflug hingeht. Keiner hat es mir gesagt. Wir wandern einfach weiter. Okay, perfekt. Oh, Kyoto. Okay, cool. Das ist natürlich schön. Ich plane ja zu schlafen. Und aktuell auch so mein Japan, also meine ist ja Tokio und Osaka und von Osaka dann natürlich nach Japan. Aber das ist lange noch nicht in der Zukunft, also nur so. Aber dann kann ich ja gleich meine Exkursionstipps machen. Wir sind aufgeregt wegen des bevorstehenden Ausflugs. Bist du aufgeregt, Maxi? Was mit dir jetzt? Ich weiß es nicht, wirklich so. Ja, du wirkst gleich, als wirst du ekstatisch hier. Nicht anbaggern. Warum beginnt das Ausflug? Ich kann das kaum abwarten. Also wenn du schöne Ladies an der Hand, ich kenne dich doch. Super, alles gut. Oh, Fuka, ist nicht, oder? Wenn wir es schon gemacht haben. Das wird übel, weil, liebe Leute. Ich spüre, dass ihr uns auch hier der Gefühle übersteht und ihr wisst, was Maxi macht und das ist traurig. Okay. The other day, I let Yukari-chan try a new dish I made. She liked it so much, she ended up eating it all. So I told her it was meant to return the favor for what everyone's done for me. But she got really confused and asked me what favor this was about. It didn't seem like she had any idea what I was talking about, so I told her the whole story. And when I finished, she burst out laughing. She told me I didn't need to do anything like that. She said, when you're friends, you don't keep score. I've been lying this whole time. To you and to myself. I don't think it was actually ever about repaying everyone. I am grateful, but that's not what I really wanted to say. What I really want is just to be with everyone. Forever. The truth ended up being so much simpler, and I just wanted to make that clear. I've just never had the confidence to be honest about my feelings. So I wanted to say I'm sorry for dragging you into this lie. And I know I don't really have the right to ask this, but I hope you and I can continue to be friends. I guess it goes without saying at this point, but thank you anyway. I think I'm going to try and be more accepting of who I am, and I'm not going to tell myself I'm worthless anymore, because I have such wonderful friends all around me now. Would you maybe like to try cooking together sometime? I never asked, because I assumed I'd be wasting your time. But I've always wanted to try cooking with a friend. Don't worry, I'll be right here to back you up. Oh, but if you see me doing something wrong, please let me know. I can't wait! And if we do a good job, it'd be nice if we could share what we made with everyone else. So, ein neues Paket von niemand anderem als unserem guten Tanaka. Und es geht nach Japan.
Du bist wieder da, Alte. Ich sage mal, wie war es mit dir? Wie von redest du? Ich war nicht anders. Und benimm dich lieber, solange du stumpf warst. Keine Partys, yes. Verstanden? Keine Sorge. Und du brauchst mir kein Souvenir mitzubringen. Hey, versuchst du gerade mit umgekehrter Psychologie? Natürlich nicht. Alex gibt es hier gerade viel leckere Spezialitäten. Ich wollte alle nur Snacks haben. Was ist denn durch eigentlich los, Mann? So, warum machen wir heute noch? Schon nichts so Wichtiges zu sein dann. Surfen wir mal wieder. Ach, genau. Zettel mit der URL. Sicherheitsmaßnahme. Aha. Und was hacke ich mich jetzt bitte rein? Video über den Umgang mit Gewalt hinangesehen. Okay. Vielleicht das mit so Kämpfe. Du weißt jetzt, wie man ein Hinterhalt einsetzt. Was bringt mir das? Du kannst Gegner beim Erkunden nun aus dem Hinterhalt angreifen. Bei so einem Angriff löst du einen Offensivkampf aus, egal in welche Richtung der Gegner blickt. Halte R2 gedrückt, um eine bestimmte Strecke zu sprinten und den Angriffsstand auszulösen. Drücke Viereck, um den Gegner im Hinterhalt anzugreifen. Oh! Ein Angriff von hinten erhöht die Theologieanzeige von Maxi leicht und kann den Gegner per Kampf mit dem Ball zu. Ja, mega geil. Naja. Leute, auf nach Kyoto! Kyoto, huh? That's so cliche. Huh? You're not a fan? I'd say it's a beautiful city to make some good memories in while we're still young. Man, is that really the first thing you think? It makes you sound like an old geezer when you say that kind of stuff. It does? Thank goodness. She actually made it. And here we are. Whoa, nice place. Yeah, this part of town is pretty fancy. Hey, what's that umbrella for? Huh? But this is the first floor. Guess these old Kyoto buildings have all sorts of surprises. So, which way to the geishas? Think we can ask them to put on a show? Oh, that's right. I forgot about that. Hope it's not too pricey. Keep dreaming, Junpei. The stone area outside is filled with water. Is this one of those open-air hot springs I've heard about? Right, this is the courtyard. Wanna go out for a walk later, I guess? So, Ryoji, where was your old school planning to go for their trip? Probably somewhere cool, like another country, I bet. Kyoto's so typical, don't you think? Hmm? Me? A trip. Hmm. Did we even have one? How do you not know? That's an event most people tend to remember. It is? All right, you can all chat later. You're blocking the hallway. Girls, your rooms are that way. Go on and get yourselves unpacked. You heard her. We'll see you later then. Yeah, we'll see you later, dude. Yes, I shall see you later, Yukari-san. Okay, okay, enough of this. Aegis, you're with us. Junpei, guy's room. Man. 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 Okay, Leute, was können wir ja schönes shoppen? Das ist die erste Frage. Junpei? Ja, ich hab versucht, mich reinzuschauen. I tried my hand at sneaking out, but... Well, guess we gotta head to our room now. Come on, let's hustle. Or else Miss Toriyumi might get pissed at us. Hey there.
Wusste eigentlich, dass die HR-Quelle hier sehr berühmt ist? Alle paar Stunden gibt es dort eine Überraschung. Das hört sich schon wieder anständig an. Hey, what's up? Na, noch schnell. Ihr könnt euch später noch unterhalten. Bei euch geht's immer. Ich will nicht, dass man mich eure wegen zurecht weiß. Weißt du, wo dein Zimmer kommt? Das wollte ich. Wenn ihr es abmarscht, geht schnell auf. Ja, gleich, aber Leute, gibt's hier was zu shoppen? Kann ich da raus? Miss Party, Mann! Die ganze Nacht! Ah, so, ich wusste gar nicht, dass du von der Schule bist. Well, look who we have here. Is the Kyoto cuisine to your liking? Honestly speaking, I have little interest in the plant-based fair they have going on here. I sampled the food the souvenir shop had to offer, but I find myself unimpressed. Also, nichts Gutes, ich geh trotzdem mehr shoppen. Beppe! Hey Leute, alle sind da, aber jetzt müssen wir erstmal shoppen. Was können wir kaufen? Kauf mal! Kommen wir nicht nochmal her? Ich brauch die Rübe, komm, Peto! Mimo Cracker! Soll ich aber Rückbinsen kaufen? Ja! Da geht's zu den Onsens, da gehen wir nicht lang. Ey Leute, es ist echt cool, wie viele aus unserer Klasse dabei sind. Das gefällt mir sehr gut. So, So, ja, dann hören wir uns noch ein bisschen um. Nehmen wir noch ein bisschen mit unseren Freunden. Die Präsidentin des Schülers scheint schauer zu sein. Findet sie etwa, dass wir zu kindisch verhalten? Du liest selten Zeitung, oder Senpai, ihr Vater ist vor kurzem gestorben. Wusste sie das wirklich nicht? Was sind denn hier für Hohlköpfe? Why? A Bandosu. Good evening. Is this not amazing? We are here in Kyoto. This is true Japanese aesthetic. Simple but elegant. Oh, just look at this pagoda. My, my. How does it stand with only matchsticks? Behold, the wonders of Japan. Yo, what's up? Check this out. The hot spring's over there, right? Now, if you consider how the garden is fenced. Are you seriously trying to peep? You do know you can get arrested for that, right? Of course not. I'm not stupid. But just imagine the steamy paradise beyond the garden fence. Close your eyes and focus. Then you'll see everything inside your mind. Give it up, you idiot. No way you can see a damn thing like that. Give up? Never. Nothing is impossible. And you call yourself an athlete? Where's your spirit? You're the only one holding yourself back. You gotta push your limits to succeed. Never thought I'd see the day you'd teach me something about sportsmanship. You're right. I'm not gonna give up. I'll never give up. 10.000% mehr Energie, oder? Sehr schön. Okay. Ey, Leute. Sind alle da? Was gibt's denn hier? Ja, freilich. Durian Juice. Jumbo Juice. Wie 6, ich will alles, Leute. Was gibt's hier noch? Was ist hinten? Was ist hinten? Was ist hinten? Fuji-Zimmer. Erstmal speichern nicht, dass ich das blende. Nein, nicht schaffen gehen. Hey Leute, wir haben ja noch so viele Leute, mit denen wir reden können. Du nicht. Aber sagen, dass wir uns morgen die üblichen Sehenswürdigkeiten anschauen. Aber warum nur die üblichen? Wären die unüblichen nicht viel interessanter? Naja, ich komme einfach nicht mit. Oh, hey. Even though we were just on a train the whole day, I'm feeling pretty tired. But you know what? I've been totally psyched for this trip. I want to sample the local food, hit the hot springs, shop for souvenirs. Oh, and I'm a pro at pillow fights. I sling them so fast they'll never see it coming. Honestly, staying at an inn like this doesn't feel much different from our everyday dorm life. I think I'll just head to bed. Hopefully my run tomorrow proves to be more exciting. Komm, wir echt nicht recht machen, mein Freund. So. Wer schläft hier? Hallo. Wieso sind wir beim Schlussvolk in Japan geblieben? Mann, wir müssen ins Ausland, sonst können wir es auch lassen. Ich habe gehört, dass Ikoda daran schuld ist. Alle anderen Lehrer wollten ins Ausland, aber Ikoda hat uns auf Kyoto bestanden. Echt jetzt? Ich hasse ihn. Hey, ich will auch noch Kyoto jetzt mal. Rita ist nicht so kaputt. Aber okay, man muss natürlich auch sagen, Persona 5, wo sie nach Hawaii geflogen sind, war jetzt auch nicht ganz so schlecht. So, wir nochmal hier.
Morgen sehen wir uns Schein an. Mal ehrlich, warum sollten wir uns das antun? Ich glaube, ich tue so, als wäre ich krank, damit ich stattdessen entscheiden kann. Ah, Big Brain Man. Hello. Are you on patrol as well? Just kidding. I plan on enjoying myself on this trip. I only hope there won't be any trouble while... Hey there, Odagiri-kun. Have you tried these complimentary snacks? They're so tasty. No, I haven't had the chance to... There's nothing left. Aren't those snacks supposed to be limited to one per person? Oh, really? Oops, I ate them all. I figured. I'll just pretend there weren't any in the first place. So nette, nette Kombination. Ja, aber das finde ich echt schön. Also das gefällt mir so, dass du so das Gefühl halt immer hast, dass deine Mitglieder hier auch wirklich mit dabei sind. Wenn ich gewusst hätte, dass wir in unserem Zimmer im Feist sitzen würde, hätte ich Brettspielhose mitgebracht. So. Und dass sich hier wirklich lohnt, die ganzen Zimmer abzusuchen, finde ich super. So. Können wir ein paar Koffer klauen? Nö. Ohne mein eigenes Kissen kann ich nicht schlafen. Nö, kannst machen. Nimm dir dein Plüschi mit. Solange es irgendwie so rosa Plüschkissen ist, alles gut. So, wir schläfen neben uns. Sitzt meine Karte richtig? Ich glaube ja nicht. Der Futon gehört mal mir. Diese Ecke ist das der beste Schlafplatz. Hey, hast du das Filmset in der Stadt gesehen? In der Gegend ist bei den Touristen wirklich beliebt. Hier ist man sicher daran gewünscht, ständig Promis zu sehen. Wir sind der größte Promi. Wir sind verdammt nochmal Maxi Shepard. We should probably head back. We don't want to miss curfew. Not to mention, Shijo Street will be crawling with drunks and couples the longer we stay. Why are you so concerned about me? It was our fight that brought us together, and now that fight is over. We have no common goal, no enemy to defeat. You have no reason to associate with me anymore. You don't have to be hurtful about this. We've reached our conclusion. Why should we keep fighting? Everything I believed in was a lie. And in the end, I... You what? You couldn't protect someone important to you? Is that what you're trying to say? You said you wanted to atone for the Kirijo group's past, but that's not true. You were really only fighting to protect your father. That's right. I fought to protect him, and look what happened. I was blinded by my trust for Ikutsuki, and fell right into his trap. There was nothing I could do. My father bore the burden of responsibility entirely on his own. And ever since that incident, he looked like he was dead inside. I fought so he could be free of the shame and guilt weighing down on him. But it was all pointless. I never should have gotten involved. Am I wrong? Sorry, but we don't know that for sure yet. You know, I used to live around here. After my dad died, my mom spent all her time throwing herself at random men. I couldn't stand seeing that side of her. So I used to come out here to the riverbank to get away. At that point, believing in my dad was all I had. Your father only did what he thought was best. He was involved in dangerous work, but in the end, he fought to make things right. He believed the shadows needed to be stopped, even if it meant losing his life. That's why I choose to fight. I'm going to destroy the Dark Hour and finish what my dad started. Finish what he started. That's all I can do. That we can do, right, Mitsuru-senpai? Takeba. You're right.
It's not over just yet. We're going to see this through to the end, for my father's sake, and for yours. Senpai. Yukari. Let's face what comes next together, okay? Of course. All right, let's head on back and check out the bath. The bath? Yeah, the outdoor hot spring back at the hotel. It's really nice. Now that everything's out in the open, we have nothing left to hide. Nothing? Well, now, this is awkward. Hey, stop blushing. You're making this awkward for both of us. Come on, let's get going. It's already past curfew. You don't need to worry, Father. I'm not alone. And I won't turn back anymore. For me. Leute, wir sind im Yukata-Mode. Das ist eine sehr schöne Szene, was wir ja gehabt haben. Weil unsere... Also Mitsuru und Yukari waren ja immer so die, die ein bisschen feindselig gegeneinander waren. Ob es jetzt Familie oder was auch immer war. Ja, haben sich immer ein bisschen so gestritten und Ding. Und ich finde es eigentlich schön, wie gesagt, die so neben unserer Hauptstory eigentlich hier zusammengewachsen sind. Sehr, sehr schön. Okay, Leute, aber beim nächsten Mal ist es dann hoffentlich endlich Zeit für heiße Quellen. Und dann schauen wir, was uns erwartet. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.